Willkommen bei einem neuen Livestream. Bei unserem ersten Livestream, der überhaupt von uns erschienen ist, oder wenn man mal so sagen. Ja, das kann man sagen. Wir können jetzt nichts Falsches sagen, weil es ja live ist. Also ich bin daran schon gewöhnt, weil ich bin öfters live auf meinem eigenen Kanal. Naja. Ja. Und wir laufen hier übrigens auf einem UNESCO-Weltkulturerbe. Und hallo, zwar, da hat jemand geschrieben. Hallo, hallo. Hallo, Popoman Popo. Wir laufen hier auf einem UNESCO-Weltkulturerbe, nämlich auf dem Watt. Watt, deswegen auch Watt-Stream. 6 Zuschauer schon. Für die, die vielleicht, also ein bisschen windig wird sein leider, weil ja, natürlich hier an der Nordsee der Wind weht. Und für die, die nicht wissen, was überhaupt Watt bedeutet oder Wattenmeer, bis vor kurzem, bis vor ein paar Stunden war hier, wo wir laufen, noch die Nordsee. Und da es ja Ebbe und Flut gibt hier, ist dann eben mal das Wasser weg und mal ist es da. Und meistens ist es halt hier weg, wenn man hier ist. Ey, schreiben schon so viele Leute. Kannst du alles lesen? Ich sehe von hier gar nichts. Hallo Lena, hallo, ich kann nicht alles lesen, tut mir echt leid. Aber wir freuen uns natürlich, wir können es ja später noch lesen. Oh, schon 10 Zuschauer in der kurzen Zeit, ne? Und wir machen jetzt eine Wattwanderung, barfuß läuft man hier also auf dem... Watt ist los. Watt ist los, ja. Watt ist das, das ist Watt. So, wir müssen mal ein bisschen zusehen, unsere Familie, die auch mit da ist, die sind schon ganz weit da vorne. Welche Temperatur haben wir hier? Hier ist es, ich glaube, so jetzt so 23 Grad, habe ich gelesen. Heute werden es, glaube ich, 26 Grad. Sieht nur ein bisschen kühl aus, weil gerade eine Wolke da ist und weil wir die Sonne, naja, wir sind fast immer schon gegen die Sonne gerade am Film. Ja. Ey, ich habe ja früher immer über so eine, also ich kenne das ja gar nicht, dass man den Chat sogar lesen kann, weil ich habe das ja früher immer über eine App gemacht eigentlich, weil ja früher diese Funktion Livestream gar nicht gab. Okay, dann... Da steht wieder was, du musst was lesen. Ich kann es von hier aus echt nicht sehen. Gibt es da Wattwürmer? Natürlich gibt es hier Wattwürmer. Man muss nur ein bisschen tief graben. Ich buddel ja hier. Aber ich glaube, wir euch gleich mal einen Wattwurm zeigen, wenn wir das sehen, wo hier so eine Spur hinterlassen ist. Ach, hier. Da. Warte, ich muss dafür besser umdrehen. Kamera umdrehen, ne? Hier. Da ist ein Wattwurm. Ja, Wattwurm. Gut, wir müssen weitergehen. Die sind schon ganz da hinten. Ja. Kannst du mal hinzeigen, wo die sind? Mit der Kamera kann man das umdrehen? Ja, kann man. Da drüben, zu denen gehören wir. Da ist meine Mutter, meine Großeltern. Ja. Da sind die. Meine Eltern halt. Ja, und meine Eltern. Also nur die Mama. Ja. Ist eigentlich viel Wind im Mikrofon oder geht das? Schreibt mal in den Live-Chat. 12 Zuschauer. Oh mein Gott. Es geht ja schnell, ne? Ja, für die Zeit, das ist ja eine ziemlich doofe Zeit. Wir haben es, glaube ich, gerade. Was steht da? Wir haben. Ah. Hallo Steffen und John, ich bin es, Tobi von WhatsApp. Ach, wir haben die Nummer nicht mehr von WhatsApp, also weil das Handy ist kaputt gegangen. Weil es war ja schon ein kaputtes Handy, worüber man nicht telefonieren kann. Und dann ist es noch ganz kaputt gegangen, weil mein Papa ist so tollpatschig gewesen, ist in Fuerteventura. Hä? Was? Hä? Da ist er mit dem Handy ins Wasser gegangen. Ach, das, ja, ganz früher mal, ja, ja. Es geht, schreibt jemand mit dem Ton. Ah, alles klar. Es geht alles. Ist. Der Wind ist nur leicht, schreiben die. Gut. Das ist ja schön. Ja, ihr könnt gerne auch noch ganz viel in Live-Chat schreiben. Wir beantworten Fragen und alles weiter. Hat von euch schon mal jemand auch eine Wattwanderung gemacht? Ja, schreibt das mal auch. Hier ist wieder Wattwurmspur. Ja, bisschen schneller gehen. Alles klar. Hey, cool. Mist, 14 Leute schon. Vor. Hi. Hä, was? Warum schreibt da jemand vor? Hallo. Hallo Ender Gamer. So, jetzt wird's ein, geh mal her, Sandy, jetzt wird es ein bisschen tiefer, das Wasser hier. Mann. Wo kann man die Kamera umstellen, dass man das mal sehen? Hier, ne? Da. So, jetzt gehen wir hier mal. So. Ja, was, was, was? Hilfe, was steht denn da alles? Watt ist doch super. Ah, schon wieder weg. Till ist auch hier. Könnt ihr mal nach Graz, Österreich kommen. Ja, das kann man natürlich mal machen, aber jetzt sind natürlich die Ferien vorbei. Aber wir hatten dieses Jahr sowieso vor, Richtung Süddeutschland zu fahren und weiter in den Süden, aber John, der da, wollte ja unbedingt Sonne, Strand und Meer haben. Was steht da jetzt? Super Idee, von euch mal ins Watt zu gehen. Ja. Oh. Ich sag doch, ich kann's besser. Ich war schon oft Watt wandern. Also ich habe es früher als Kind ganz oft gemacht, aber jetzt muss ich mal sagen, seit vielen Jahren nicht mehr.
kommt die Flut nicht bald? Nein, die kommt nicht. Die ist nämlich gerade gewesen. Ich war um 7:30 schon mal hier. Da war sie gerade noch da. Frühaufsteher. Ja, es ist gefährlich ohne Wattführer, das stimmt. Aber wir laufen ja nicht so weit rein. Ich kann mal eben zeigen. Also da hinten fahren auch Schiffe. Also wie geht denn das jetzt hier? Da. Oh. Also ich bin gestern bis zur Wasserkante gelaufen. Ja, genau. Es ist ablaufendes Wasser jetzt. Und die Flut kommt erst wieder um 18.45 Uhr. Also wir haben jetzt viele Stunden Zeit. Und wir laufen nur insgesamt eine Stunde. Oh, jetzt wird es ganz windig gerade. Oh mein Gott. Nimm du mal wieder. Ja, ich nehme mal wieder. 14 Zuschauer war doch. Nice. Und ich habe am 9.8. glaube wieder Schule. Du Armer. Ich weiß nicht, wann ich Schule wieder habe. Am 9.8. hast du wieder so eine Einschulungsfeier. Ja, ich habe wieder eine Einschulungsfeier, weil ich ja in die neue Schule komme. Ich komme in die 5. Klasse nämlich. Also Grundschule bin ich dann weg. Naja, ich komme aber mit vielen Freunden von mir dahin. Da schreibt jemand. Oh Mann, ich kann es nicht mehr lesen. Soll ich das wieder nehmen? Nein, ich kann das alles. Ja, aber man muss doch das beantworten, wenn er was formt. Ja, wenn er was. Ich kann so lange Texte nicht so schnell lesen. Aber ich glaube, die Kommentare kann man auch später auch noch lesen. Da kann man ich bin als Kind mal in eine Muschel gelatscht. Seitdem habe ich Begeisterung für Wattwanderung verloren. Das kann ich verstehen. Ich habe gerade von meinem Papa gehört, dass ich früher, als ich ein kleines Kind war, hier immer Angst vor Krebsen hatte und dann auch nicht so begeistert war vom Wattwandern. Aber okay, Muschel ist natürlich schon ein bisschen gefährlich, wenn man so doof wie wir ist und hier langläuft mit dem Handy vor dem Gesicht und gar nicht achtet, wo man draufläuft. Und dann hört man den ersten Schreien. Lest bitte schneller vor, danke. Ja, ich gehe auch nebenbei noch, tut mir leid. Aber ihr habt recht. Wenn man einen... Könnt ihr mich grüßen? Ich war auf Klassenfahrt Wattwandern. Ja, wir grüßen Tobis Tagebuch. Ja. Danke. Recht herzlich. So, ein bisschen Tempo zulegen jetzt hier. Viel zu schnell für mich. Nein, die sind doch ganz vorne schon. Ja, und wir wollten ja nicht so weit gehen. Nichts sagen geht auch, ne? Da steht wieder was. Ihr seid die Besten. Oho, Popo-Mann, Popo. Ja, vielen Dank. Das war auch, glaube ich, der Erste, der geschrieben hat. Ich war auf Texel, da gibt es zwar Ebbe und Flut, aber auf der Westseite kein Watt. Ah ja, also man merkt also die Ebbe und Flut nur, dass das Wasser ein bisschen zurückgeht wahrscheinlich. Aber hier an der Nordsee, wir waren ja schon früher als Kind oft hier, eigentlich war hier immer Ebbe, wenn ich hier war. Und wenn man nicht ganz früh aufsteht meistens, ich weiß auch nicht, ob das... Eure matschigen Füße darf man die sehen, ja klar, Moment. Die sind gar nicht so matschig, weil... Bisschen nur, weil hier noch Wasser ist. Ja, weil wir sind gerade durchs Wasser gelatscht. Hey, hat einer gesagt, Luca heißt er, glaube ich. Ich habe es nur noch ganz kurz gesehen. Ja, hey Luca. Hey Johnny. Hat er gesagt, hey Johnny. Hey. Oh, da war gerade ein kleiner Krebs. Ja, wir machen in diesem Stream, wir hatten das ja mal zur Auswahl gestellt. Für 1000 Abo-Special und Stream hat nicht gewonnen. Darum dachten wir, machen wir auf jeden Fall mal so einen kleinen kurzen Stream. Gewonnen hat nämlich, dass ihr sehen wolltet, Videos, die wir sonst niemals ins Internet gestellt hätten. Das machen wir jetzt demnächst mal, das Video. Kommt so in, ich sag mal, 1 bis 2 Wochen. Ja. Ich wohne ja auch in Bremen und mein Bruder und ich sind Fans von euch. Ich konnte es wieder so schnell nicht lesen. Übermorgen fliegen wir nach Mallorca. Sehr beneidenswert. Wir waren ja auch da. Eine super Insel. Ja, wirklich. Schöne Temperaturen. Schönes Meer. Eine super Insel. Das ist wirklich toll, da muss ich mal sagen. Ja, Fuerteventura auch. Fuerteventura ist auch gut. Aber Mallorca ist ja toll, weil die Flugzeit so schön kurz ist. 2 bis 3 Stunden. Das kann schon mal 20 Minuten dauern, hin und zurück, wenn man sich auskennt. Und es ist ungefährlich. Also was an dem Chat hier doof ist, ist, dass man das nur so schnell gar nicht lesen kann. Man kann das, glaube ich, oder festhalten. Kann man es einstellen? Nee, kann man nicht. Aber wenn ihr irgendwas wisst... Seid ihr gerade in Bremen? Nein, wir sind nicht in Bremen, wir sind in Cuxhaven. Könnt ihr mich zum Livestream hinzufügen? Hilfe! Wie macht man das denn? Du musst erst eine Anfrage schicken.
Du lieber Gott. Also wir kennen uns noch gar nicht aus damit. So, also wieder Wasser. Vorsicht hier. Ja, und also wenn du in den Livestream mit rein möchtest, dann musst du erst eine Anfrage schicken. Also ich weiß nur, dass man auf Insta eigentlich zufügen kann. Vielleicht geht's auch bei mit dem Handy gar nicht. Wir, Cuxhaven, ja genau. Sehr schön hier. Cuxhaven, genau, sehr schön hier. Mach nochmal die andere Kamera an zur Abwechslung. Ja, hier. Schön erfrischend, das Wasser, ne? Vielleicht sind wir ja die Ersten überhaupt, die einen Livestream aus dem Watt machen. Ein Wattstream, wie Watt, gesagt. Wattstream, genau. Ein Wattstream. Ja, wie lange machen wir das jetzt noch? Moment, oh. Wir machen die ganze Wattwanne. Als ich ja oben gewohnt hatte, waren wir immer in Hooksiel. Ja, kenne ich auch. Ich war schon mal in Salmburg. War ich auch schon mal. Go, go, go. Sprinten. Ja, von wegen. Sprinten. Wollen wir rennen? Alles klar, aber... Dann mal eben aber nichts schreiben. Moment. Achtung. Ach, jetzt. Oh mein Gott! Wackelt auch ziemlich, glaube ich. Was ist das? Ich war in Deutschland, komme von der Schweiz, bin aber halb Deutsche. Und ich war in Holland im Urlaub. Ich muss mal sagen, obwohl wir ganz nah an Holland dran wohnen, ich bin in meinem ganzen Leben erst einmal da gewesen. Einmal auf Klassenfahrt, muss ich sagen, mit so einem Segelboot. Ich habe das schon wieder ausprobiert. Das Video ist super. Super, was? Ach, Freunde. Aber nach Holland wollen wir auf jeden Fall auch noch mal. Schwer. Ach so, ja. Holland ist auch schön. Ne? Wir, also einer hatte ein Schulreferat über Holland. Wir mussten Länder vorführen und da haben wir auch Bilder gesehen. Und Holland ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, ist es auch. So, Freunde, ich glaube... Wir haben jetzt 12 Minuten 27. Bremen ist super schön. Ja, ich finde es auch super schön, da zu wohnen. Genau die richtige Größe hat es für mich irgendwie. Verbindung dafür, dass ihr mitten am Meer seid. Danke dafür. Tja, Stefan, lesen ist nicht deine Stärke. Ist es schon, aber Cuxhaven ist auch schön. Ich kann eigentlich sehr gut lesen, aber das ist ja verdammt klein auf dem Handy-Display. Das und stimmt. Ich gehe nebenbei auch noch. Kann ich mal wieder? Und ja, selbstverständlich. Alles aber auch die gut. Sachen da lesen, ne? Ich lese die Sachen. Nur wenn die so lang sind, dann kann man die ja nicht so schnell lesen. Es gibt noch mehr Beschwerden. Auch in Bremen. Auch in Bremen? Bist du gerade in Bremen? Oder was heißt ach das? Ach so, ich weiß nicht, auch gerade nicht. Auch mal, vielleicht meint er, ist Livestream auch in Bremen? Wer weiß. Oder ich weiß nicht. Cooler Wattstream. Streamt mal häufiger. Was macht ihr heute noch so? Also ich werde heute noch mit einem Freund hier buddeln. Meinung zu Österreich. Österreich, super. Österreich ist auch voll cool. Ich also, war noch gar nicht da. Aber es ist cool. Mein Freund kommt aus Österreich, hat mir auch Urlaubsbilder gezeigt. Der ist richtig... Ja, ich war schon mehrmals in Österreich. Das ist eine ganz, ganz tolle Gegend. Da wissen wir eben so, das ist sonst mit der Sonne doof. Stimmt. Ganz, ganz tolle Gegend da. Johnny, du bist einfach genial. Danke. Hä? Welcher Johnny? So. Hi, wie geht es euch? Uns geht's gut. Bestens. Wochenende. Schönes Wetter. Ja. Ein bisschen windig gerade. Ich hoffe, dass es mit dem Wind geht. Wenn wir uns nachher mal angucken, das Ganze. Ja. Also wir werden den Livestream ja nicht runternehmen von unserem Kanal. Das ist ein gutes Erlebnis. Vor allem, weil es auch der erste ist. Und wir werden es natürlich auch mal öfters machen. Das war jetzt nur mal ein Versuch. Moin. Moin. Hi. Das ist eine gute Begrüßung mit Moin. Mehr brauchen wir auch gar nicht zu sagen in Norddeutschland. Moin, wie in Hamburg. Spielt ihr Fortnite? Ich? Ja, Papa nicht. Der mag das nicht. Ja, ich kann gerne... Oh. Mann, wie viele schreiben denn? Kriegt dein Dad nicht Rückenschmerzen? Nee. Hat er schon. Sehr cooler Stream. Wenn Rückenschmerzen kriege ich nur... das ist gesund für die Füße hier, auf dem Watt, auf den Wellen zu laufen. Auf danke, Bodenwellen. Ich konnte den Kommentar nicht lesen. Ja. Echt nett von dir. Ja, ich störe wohl. Okay. Aber wir reden gerade über Fortnite, wo du gesagt hast, ich kann mal... Hier ist so eine Muschel, wo man reintreten kann. Kannst du mal zeigen? Och Mann, du unterbrichst mich immer. Ja, da. Das ist eine Muschel. Da kann man reintreten. Eine offene.
Du hast gesagt, ob ich Fortnite habe. Vielleicht kannst du uns... Och, Mann. Du kannst... Mann, unterbrich mich einfach mal kurz nicht. Ich will mal kurz was sagen. So. Kannst mich über Instagram anschreiben und dann kann ich dir den Fortnite-Laden geben. Oh, jetzt konnte ich was nicht lesen. Weil Papa die ganze Zeit unterbricht. Ja, so halt. Das ist vom Bild her besser, weil die Sonne von da kommt. Ja, schau, man sieht mich nicht. Ja, da sieht man dich. Nee, aber wenn Leute schreiben, nicht. So, ich würde sagen, dass wir jetzt auch gleich aufhören bei 20 Minuten. Würde ich nicht sagen. Das wird uns langweilig. Hey, das wird... Schreibt mal, ob es langweilig ist. Moin, seid ihr in Ostfriesland? Nein. Ostfriesland ist woanders. Wir sind an der Nordsee. Cuxhaven ist da hinten. Der Ort heißt, oder der Ortsteil heißt Döse, wo wir sind. Hey, halt mal Handy runter. Ja. Stefan will jetzt mit dem Livestream aufhören. Schreibt alle... Liebe Grüße aus Potsdam nach Bremen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke. Schreibt mal alle in den Live-Chat, ob wir nun aufhören sollen oder weitermachen. Weil ich würde gerne weitermachen und Stefan will aufhören. Sonst kann ich ja auch einfach normal alleine weiter streamen, wenn er nicht möchte. Ach, das muss man auch nicht übertreiben. Es kostet ja auch alles mein Internet... wie heißt das? Was man so an... Schade, ich dachte, ihr seid bei mir vor der Haustür. Nein, weiter. John rastet aus, weil Stefan ihn unterbricht. Ja. Aber ihr rastet ja auch aus, wenn ich nicht die Kommentare vorlese. Und das kann man eben, wenn so viel kommt. Datenvolumen, ja, vielen Dank, das wollte ich sagen. Ja, ich auch. Der Wind ist hier so, dass man das Gehirn ein bisschen durchgeblasen kriegt. Da kann man dann nicht alles sich merken. Das ist nicht langweilig, ist ein lustiger Wattstream. Vielen Dank für diese geile Idee. 5 Minuten machen wir auch noch, ja, alles klar. So. Wir machen vielleicht 10 Minuten noch. Da wird noch 5 Minuten. Können wir uns mal zum Videodrehen treffen? Also mein Bruder, ihr, weil ihr ja auch in Bremen wohnt. Ja, nochmal anschreiben bitte. Du warst aber schon mal angeschrieben, wenn dich alles täuscht. Haben wir ganz vergessen. Gerne machen wir das, natürlich. Na klar machen wir das. So, da hinten sind große Schiffe, mal eben zur Abwechslung. Guck mal, da vorne Monsterschiff. Ja, das kann ich nicht zeigen, weil das gegen die Sonne ist. So, weiter gehen. Hey, wieder sprinten? Nee, sprinten nicht. Ey, da vorne drin. Ey, jetzt soll man alleine da vorne sprinten. Kannst du machen. Aber ich sehe dich jetzt natürlich gerade nicht. So. Aber wann? Ja, aber wann? Aha. Kann John ohne Sonnenbrille sehen? Ja, kann er. Er will keine aufsetzen. Sind sie so braun oder ist das Watt im Gesicht? Ach, mit sie, ihr könnt mich übrigens alle duzen. Sieht das uns so braun aus? Was für Watt? Na gut, wir waren auf Mallorca und ich hatte jetzt 4 Wochen Urlaub, fast 5. Kann schon sein, aber Watt im Gesicht habe ich auf jeden Fall nicht. Ey, das ist ja schon eine Beleidigung fast, ne? Wieso? Watt im Gesicht? Hast du Watt im Gesicht oder bist du wirklich so braun? Das wäre gesund. Ey, wie viele Zuschauer? 20! Oh, das ist gut. Für die Uhrzeit und sowas alles. Ja, doch. Papa, kannst du mich die ganze Zeit so filmen dabei? Das ist, da steht wieder was. Augenblick. Ach. Ja, nee, 30 Grad haben wir hier nicht. Das ist das Gute an der Küste. Da waren gestern auch, wo kann ich euch anschreiben? Über Instagram, wenn es geht. Dann kann man ja private Nachrichten. Oder du machst eine E-Mail. Bei YouTube ist ja auch unsere E-Mail hinterlegt. Da kannst du die ganze auch nehmen. Hier sind ungefähr 23 Grad. Ich langweile mich gerade in Potsdam. Mach doch mal eine Wattwanderung. Ja. Das kenne ich. Keine Beleidigung. Meine Mutter macht das auch manchmal, John. Was? Was, keine Beleidigung? Was war denn damit jetzt gemeint? Aber wenn du es auch nicht weißt, dann bin ich ja nicht als Einziger so blöd. Also die mit Watt im Gesicht, oder? Ach so, mit Watt im Gesicht, ja. Das ist eh keine Beleidigung. So, Freunde. Mit dem Watt. Ach so, ja, das habe ich auch nicht als Beleidigung angesehen. Ja, guck mal, zeig mal, kannst du mir noch mal kurz was zeigen? Was denn? 10 Likes. Ja. Gut, ich würde jetzt mal sagen, unser erster Livestream hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir beenden das Ganze jetzt mal. Machen das noch einmal wieder, würde ich sagen. Das war ja nur mal ein Versuch. Ja. Und
guten Morgen, ihr zwei. Schön, euch live zu sehen. Habt einen schönen kühlen Tag. Dankeschön. Ja, zu spät. Jetzt 24, die reinste Abkühlung. Ja. Gestern waren hier aber auch locker über 30 Grad, als wir hier angekommen sind. Und jetzt wird es mit dem Wasser ein bisschen tiefer, weil die Flut noch nicht ganz weg ist. Oh, hören wir lieber auf. Ich will zurück. Also, tschüssi. Ja, bis zum nächsten Livestream. Ciao, ciao. So, eine andere Kamera noch. Kannst weitergehen, du bist noch drin. Ach so. Ja, geh. Du bist jetzt. Ja. So, jetzt wird noch was spannend. Wo geht das aus? Also ich bin ja absolut in sowas. Mal her. Ja, ja. So. So, tschüss. Tschüss. Ja. Was? Ah, ja. Ach, hier auf dem Kreuz. Ja. Ja, jetzt. Tschüss. Möchten wir beenden, jawohl.